Herr Adam Fink, ich rufe Sie an wegen der Anwendung. Wegen der Anwendung? Genau. Welche Anwendung, die bei also, der Also es geht was? Um Finanzmarkt und Onlinehandel. Ach so, Anmeldung meinst du wohl, oder? Ja, Sie haben die Kontaktdaten auf unserer Webseite hinterlassen, auf unserer Plattform. Ja, genau. Deswegen rufe ich Sie. Ja. Ah, klasse, ich cool. Verstanden, ja, wie ich verstanden habe, haben Sie sich auf Investitionen entschieden. Stimmt das, ja? Ja, ich wollte das mal ausprobieren. Ist ja gute Zeit gerade so mit Krieg und alles, ne? Habe ich gedacht, kann ein bisschen so mit Bitcoin, ein bisschen mit Öl und sowas. Genau. Also schauen Sie, Herr Stefan Wurm, bevor Sie anfangen, sollen Sie ein Konto erstellen. Da haben wir drei Optionen für Sie. Ja. Am Anfang können Sie mit 250 anfangen. Kumpel, hey, nimm mal bitte das Mikrofon aus dem Mund, ich verstehe nur die Hälfte. Alles klar. Also schauen Sie, da Sie Anfänger sind, können Sie mit 250 Euro anfangen. Dazu bekommen Sie zusätzlich 50 Euro von unserer Firma als Guthaben. Sie können das auch nutzen. Sie bekommen bis 30% Profit. Wir haben ein Expertenteam, Finanzberater, die werden Ihnen gerne weiterhelfen und genau sagen, wann und worauf Sie Ihr Geld investieren, sondern damit Sie mit weniger Risiko zusätzlich Geld verdienen. Aha, aber nur 250 Euro klingt ja, ich wollte richtig Geld verdienen. Das bringt doch nichts, mit so ein paar Pfennig da anzufangen. Noch einmal bitte. Ich will richtig Geld verdienen. 250 Euro ist viel zu wenig. Ich will fette Rubel rollen lassen. Dann können Sie mit 1000 Euro anfangen. Das geht auch. Okay, und was ist so Profit bei einem Monat? Also schauen Sie, ich werde jetzt Aktivierungslink per E-Mail schicken und ja, weiteren Vorgang werde ich auch per WhatsApp also erklären. Sie sollen erstmal, wie gesagt, das Konto aktivieren lassen, dann innerhalb zwei Werktage bekommen Sie eine Rückmeldung von unserem Finanzberater. Ah, Finanzberater. Sie, okay. Ja, den Betrag können Sie jederzeit zurückbekommen und da gibt es kein Problem. Auszahlen können Sie. Das ist auch gut, aber wie viel kann man verdienen bei euch? Erzähl mir. Ja, wie gesagt, pro Woche können Sie bis 30% Profits machen. In einer Woche? Ganz genau. Also schauen Sie, wenn Sie... Das ist geil. Noch. Ja, also schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel 1000 Euro investieren, dann pro Woche können Sie bis 300 Euro also Profits machen, also hast Einkommen du das, bekommen. Bis hast 30, du das auswendig gelernt oder gerade im Kopf gerechnet? Wie meinen Sie das? Na, so wie ich das gesagt habe. Also schauen Sie, wir haben mehr als 8000 Kunden und die machen Profits pro Tag, also zur Zeit, also diesem Zeitpunkt bekommen die unsere Kunden Geld mit Hilfe unserer Firma. Also wenn Sie damit interessiert sind, dann können Sie auch mitmachen, also zusammenarbeiten. Ich bin nur ein Kontoexpert und kein Finanzberater. Die Finanzberater, wie gesagt, werden Ihnen anrufen innerhalb zwei Werktage und alles weiter werden wir erklären. Ich bin nur ein Kontoexpert und ich bin nur dafür zuständig, damit ich das Konto aktiviere und den Kunden weiterhelfe. Ah, der Laufbursche quasi, ich verstehe, aber sag mir, kann man bei euch auch Dogecoin kaufen? Noch einmal bitte? Dogecoin kaufen, belehrt. Selbstverständlich, alle Aktien, also alle... Dogecoin ist keine Aktie, das ist Kryptowährung, verdammt. Nee, ich meine, genau, alle Kryptowährungen, Aktien, Forex, Fesseln, Rohstoffe... Alles können Sie auf unserer Plattform kaufen und verkaufen. Das ist ja, cool. Das verkaufen ist auch? Ganz ist gut, genau. Ich habe noch hinten, wir haben einen Hühnerstall, ich habe noch drei Kartons mit Eiern. Kann man die da auch verkaufen? Ist das ein Witz? Ja klar, ein bisschen Spaß muss sein, oder? Mhm. Habt ihr auch den Baraka-Coin? Habt ihr den auch? Schauen Sie, wir machen da Arbeit und kein Witz. Also, wenn Sie kein Interesse haben, dann... ich will Geld verdienen, Mann. Ich werde einfach auflegen. Also, falls Sie interessiert sind, dann werden wir weitermachen. Ja klar, verdammt, ich will Geld verdienen. Hast du schlechte Laune oder was? So soll ich den Link per E-Mail schicken oder wie?
Nee, erzähl mir, wie das funktioniert. Was muss ich machen? Muss ich die Überweisung machen oder wie geht das? Ja, ich habe doch gerade gesagt. Also ich schicke jetzt den Link. Sie sollen das Konto aktivieren. Also wie verstanden habe, möchten Sie mit 1000 Euro anfangen, ja? Och, ja, wenn sich das lohnt, 30% ist ja gut Geld, ne? Mhm. Ja. Okay, wenn Sie damit einverstanden sind, dann schicke ich jetzt den Aktivierungslink per E-Mail. Bleiben Sie bitte ganz kurz dran, ja? Alles klar, ich habe Zeit. Mach keinen Stress. Okay. Oh Mann. Ne, ich mache nebenbei mal ein neues Video für meine Patreons fertig. Könnt ihr ja mal unten gucken, in der Beschreibung ist der Link zum Patreon. Da gibt es früher, öfter und auch unzensierte Anrufe, die es hier auf den Kanal danke, gar nicht schaffen. Danke, dass ich gewartet habe. Einen Aktivierungslink habe ich gerade per E-Mail geschickt. Alles klar, ich guck da mal rein. Alles klar. Soll ich in der Leitung bleiben, oder? Ja, klar. Welche E-Mail-Adresse habe ich da nochmal genommen? Okay, die E-Mail-Adresse lautet auffanglager2023@gmail.com. Alles klar, ich gucke rein. Wie ist Absender? Adam. Adam? Ja, Adam Fink. Ist noch keine E-Mail gekommen, da müssen wir noch kurz warten. Alles klar. Und wie ist das mit Bezahlung? Ist das Überweisung, ist das Kreditkarte, ist das PayPal? Wie macht ihr das? Sie können das mit Kreditkarte, mit Lastschriftüberweisung, alle Möglichkeiten haben wir. Ja, ich würde sagen, dann machen wir Überweisung, das ist besser, weil Kreditkarte ist immer so teuer, verdammt. Okay, dann die Überweisungsdateien schicke ich auch per E-Mail. Das ist geil, dann können wir das fertig machen. Wie lange dauert dann, bis wir anfangen können? Also wie gesagt, nach 2 Werktagen bekommen Sie eine Rückmeldung von unserem Finanzberater. Und die Eingangsdateien bekommen Sie auch per E-Mail. Ja, das habe ich verstanden. Und wenn der Finanzmann, wenn der mich dann anruft, dann kann ich Geld verdienen, ja? Nee, das kann doch nicht wahr sein. Wie gesagt, Sie können jederzeit den Betrag zurücknehmen. Da gibt es kein Problem. Aber seien Sie sicher, für 250 Euro oder bis für 1000 Euro, also werden wir auch keinerlei Kunden verlieren. Das kommt nicht in die Frage. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Ich habe gefragt, wann ich dann Geld verdienen kann, wenn das aktiv ist. Kann das gleich losgehen dann? Ja, wie gesagt, in diesem Bereich also bin ich kein Profi und die Finanzberater werden Ihnen das Ganze erklären, wie das funktioniert. Alles klar. Und ist der auch, ist das ein guter Mann, der Finanzmensch, oder? Selbstverständlich. Sauber. Du erinnerst mich so ein bisschen an Fleckmann, kennst du das? Sieben Jahre in dieser Welt. Das ist geil. Wie viele Kunden habt ihr so? Wie gesagt, wir haben mehr als 8000 Kunden. 8000? Wow. Mhm. Das ist richtig cool. So, aber ich habe immer noch keine E-Mail bekommen. auffanglager2023@gmail.com. Okay. Ist die richtige Adresse geschrieben? Kleinen Moment, bitte. Ja, bitte einmal gucken. Haben Sie ein WhatsApp unter dieser Handynummer gespeichert? Nein, WhatsApp benutze ich nicht, Mann. Das ist nicht gut. Ich habe nur Telegram. Dann sagen Sie bitte, wie lautet die richtige E-Mail-Adresse? Habe ich gesagt, auffanglager2023@gmail.com. Könnten Sie das bitte buchstabieren? Okay, jetzt wird's interessant. A wie Ameise? Anton. U wie Uhu? Dann zweimal, zweimal Fledermaus. A wie Ameise. N wie Nasenbär. G wie Gürteltier. L wie Leguan. A wie Ameise. G wie Giraffe. E wie Elefant und R wie Ratte. Und dann 2023@gmail.com. Wieder machen Sie Witz, ne? Ich habe buchstabiert. Was willst du noch? Okay,
Nee, wenn gib mir deine E-Mail-Adresse, ich schreibe dir eine E-Mail, dann kannst du zurückschreiben. Gib mir deine Adresse. Ich habe keine E-Mail geschickt. Ja, bist nicht angekommen. Gib mir deine Adresse, ich schreibe dir eine E-Mail, dann kannst du zurückschreiben. Vielleicht ist falsch geschrieben, ich weiß es nicht. Alles klar, Moment bitte. Wie so ein Slackmon, der Typ. Den schlägst du und drei also, Tage später schreibt. Adam Fink at once. So. Meine E-Mail-Adresse lautet Adam. Genau. Ja. Aha. Soll ich buchstabieren? Ja, bitte unbedingt. A wie Anton. Aha. D wie Dora. Aha. A wie Anton. M wie Martha. F wie Friedrich. I wie Ida. N wie Nordpol. K wie Kaufmann. F-Zeichen. Ja. O wie Otto. N wie Nordpol. E wie Emil. C wie Cäsar. A wie Anton. P wie Paula. I wie Ida, T wie Theodor, A wie Anton, L wie Ludwig, Punkt Pro. Punkt Pro? Du bist der Erste in 7 Jahren, wo ich das jetzt mache, der richtig buchstabieren kann. Hast du da einen Kurs belegt für beim Goethe-Institut? Noch einmal bitte. Ich habe gesagt, ich habe jetzt eine E-Mail geschrieben. Mhm. Ich habe das jetzt rausgeschickt. Und dann können wir gucken. Arbeitet ihr auch am Wochenende? Ja. Samstag, Sonntag? Nee, arbeiten wir leider nicht. Ah, okay, das heißt, ich kann dann Montag anfangen. Wenn ich heute Überweisung mache, dann ist Montag, ja? Mhm. Okay. Und können wir, weil ich muss Montag arbeiten, können wir auch am Abend machen oder müssen wir morgens machen mit Berater? Okay, die E-Mail habe ich bekommen. Gut. Vielleicht war falsch geschrieben. Sie haben Hi geschrieben. Ja, nein, meines Adresse bei Computer, vielleicht bei Anmeldung falsch geschrieben, ich weiß es nicht. Ja, aber kein Problem. Okay, dann die Überweisungsdaten schicke ich per E-Mail. Wenn Sie Interesse haben, können wir zusammenarbeiten. Passt nicht, können Sie einfach ignorieren. Ist gute Hallo? Musik bei euch? Ja, ich dachte, da kommt noch was. Entschuldigung. Mhm. Okay, dann sage ich mal bis dann. Wieso bis dann? Du wolltest mir das doch jetzt schicken. Wir wollen das doch fertig machen, Fleckmann. Sie machen das am Montag. Nein, ich will heute die Anmeldung machen, damit ich am Montag Geld verdienen kann. Ich will doch jetzt nicht bis Montag warten. Aber bevor Sie das machen, sollen Sie erstmal eine Überweisung machen. Ja, aber dafür brauche ich doch deine Hilfe. Ich weiß doch gar nicht, wie das alles funktioniert. So, den Link habe ich gerade per E-Mail geschickt. Ich schicke das noch einmal. Kleinen Moment, bitte. Ja, ich gucke mal. Vielleicht ist bei Spam reingekommen. Ich schaue da mal. Da ist es auch nicht. Ist bei Spam drinnen. Da ist es. War bei Spam drinnen. Adam Fink. An bei der Link markettrends.education. Ganz genau. So, hier gibt es 4 Sachen: Anfängerniveau, mittleres Niveau, Trader und Eliten. Und wir wollten Elite machen oder was? Wegen den 1000? Also, wie gesagt, als Anfänger können Sie mit 250 Euro anfangen. Es lohnt sich ja nicht. Ich will Geld verdienen. Und da unten steht 10 Stunden. Kriege ich dann so wie ein Schüler, dass mir einer anruft und zeigt, oder wie, was bedeutet das? Tut mir leid, aber wie gesagt, auf alle Fragen werden die Kollegen also eine aber Antwort geben. Ich muss das doch wissen, bevor ich das kaufe, verdammt. Komm, Fleckmann, mach deine Arbeit. Ja, aber das ist nicht meine Arbeit. Ach so, dann wo sind die Überweisungsdaten? Die waren jetzt nicht drin in der Werbung. Du wolltest doch Überweisung, Kontodatei schicken. Also Sie können das auch mit, also wenn Sie mit Banküberweisung machen möchten, dann... Ja, bitte. Okay, alles klar. Bleiben Sie bitte ganz kurz dran. Super, vielen Dank, Fleckmann. Ich schicke das gleich per E-Mail. Das ist klasse, vielen Dank. Scheiß Warteschleifenmusik hat mich schon mal die Partnerschaft gekostet. Das muss ich gleich alles rausschneiden. Das geht mir so auf den Sack.
Hallo, schönen guten Tag, lieber Herr. Hallo. Sie sprechen mit Johanna Heller vom Finanzabteilung. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Mein Kollege hat gesagt, Sie haben viel zu viel Fragen über genau Finanzmarkt. Wie kann ich Ihnen dabei helfen? Ja, der Kollege hat jetzt schon dreimal gesagt, er will mir E-Mail schicken mit Kontonummer für Überweisung, aber der hat mir kein E-Mail geschickt. Ja, mach das gerne, wenn Sie das möchten. Ich will Elite-Paket. Aber Sie haben am Anfang viel zu viel Fragen eingegeben. Man kann nicht zu viel Fragen geben, wenn man was lernen will, kann man nicht zu viel fragen. Es gibt keine zu viele und auch keine dumme Fragen. Sie haben am Anfang viel zu viel Fragen eingegeben, lieber Herr. Nein. Doch. Du bist aber nicht der... Haben Sie jetzt irgendwelche Frage, die Sie das fragen möchten? Kann ich ganz gerne so verantworten. Ja, das können wir ja mal machen. Also, ich wollte wissen, wie viel Geld kann ich bei eines Monats verdienen? Wie viel Profit denn? Das hängt vom Finanzmarkt ab. Also, ja, aber wie den beeinflusst du ja. Sie, wie ich schon verstanden habe, Sie haben schon Erfahrung, oder? Nee, noch gar nicht. Ich möchte anfangen. Okay, sehen Sie, das hängt vom Finanzmarkt ab. Wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Sie sollen zuerst also einen Betrag wählen, ja, und auch ein Produkt. Das hängt von dem Produkt, das Sie schon entschieden haben, ja? Die ich entschieden habe? Ich kann nicht ganz genau Ihnen sagen, was gibt im Finanzmarkt, ja? Okay. Sie sollen zuerst ein Produkt wählen. Deswegen haben Sie einen eigenen Finanzberater. Ihre eigene Finanzberater. Sind Sie das? Ich kann Ihnen dabei weiterhelfen. Bitte sind Sie das Finanzberater? Ich bin eine Finanzberaterin, aber ich bin nicht Ihre eigene Kunde, also Finanzberaterin, weil Sie noch gar kein Aktivkonto haben. Wenn Sie Ihr Konto also schon aktivieren haben, ja, danach bekommen Sie Ihre eigene also, Finanzberater oder Finanzberaterin. Na, ich möchte gerne eine Frau bitte haben. Bitte noch einmal? Ich möchte eine Frau haben als Beraterin. Okay, können Sie das auch ganz gerne haben. Geil. Wenn Sie ein Konto bei uns haben. Ja, mir wäre nur ganz wichtig, der Typ, mit dem ich gerade gesprochen habe, wo habt ihr den eingefangen? Der ist ja sowas von grenzdebil. Noch einmal bitte? Der Kollege, mit dem habe ich gerade gesprochen. Wo kommt der her? Okay. Der ist mega doof in ist der Birne. Ist das so wichtig für Sie? Ja, weil der Typ, mal ehrlich, der kann doch weder verkaufen noch gerade sprechen und bestimmt auch nicht eigenständig atmen. Der hat mich total an so einen Fleckmann erinnert. Er ist ganz neu bei uns, aber machen Sie keine Sorgen. Ah, frisch geschlüpft auf der Echsenmenschenfarbe. Bin ich da. Ach so, dafür sind Sie da. Ah, gut, was wollte ich denn noch fragen? Kann ich Dogecoin kaufen? Können Sie alles, was Sie möchten. Haben Sie auch Baraka-Coin? Die wollte ich kaufen, von Marokko. Maghreb. Haben wir alles, was Sie möchten. Ja? Glauben Sie mir. Ja, alles klar. Alles, was Sie möchten. Ideiert mit allem. Hauptsache, ihr kriegt die Kohle von den Leuten. Ne? Finde ich gut. Das ist eine gute Firma. Das stimmt. Wissen Sie, wie lange arbeite ich in diesem Bereich? Oh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich direkt, als du 18 geworden bist, weil Schule hat nicht geklappt, Ausbildung ja auch nicht. Wie lange machst du das schon? Nein. Ja, so nicht so. Ich habe schon zwei, also... berufen. Am Anfang bin ich Psychologin, also gelernt. Psychologin? Ich arbeite in diesem Gang, genau. Und sehen Sie, als Psychologin, ich kenne schon alle Typen. Und als Kunde kenne ich schon ihre Typen auch. Und Sie möchten meine Zeit verschwenden, aber das geht nicht bei uns. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Hey, warte machen kurz. Machen Sie was Interessantes, Neues. Ja, ja ich mache. Ich mache. Wir haben mal. So viele Kunden. Ich mache schönen Video. Tag, noch wünsche ich YouTube. Noch einen schönen Tag. Du bist bei YouTube, du Schlampe. Oh, scheiße, ich muss unbedingt einen Fleckmon als Titelbild nehmen. Dieser Typ, der war ja sowas von langsam und doof und langsam und auch doof. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt was drunter und drückt auf die Glocke, damit es bei denen in der Birne richtig schön bimmelt.